Anfang des Jahres 2022 wurde ich mit diesem Kanal hier in das YouTube-Partnerprogramm aufgenommen. Das bedeutet, ich kann mit den Werbeanzeigen, die vor und nach und während meinen Videos geschaltet werden, auch echtes YouTube-Money verdienen. Aber wie viel verdient man denn so als kleiner YouTuber? Wir sprechen heute ganz ungefiltert über meine YouTube-Einnahmen. Falls dich das also interessiert, dann bleib einfach dran. Vorab muss ich einmal sagen, dass die Werbeeinnahmen auf YouTube für jeden Kanal total unterschiedlich sein kann. Das kommt auf das Kanalthema an, das kommt auf die Videoart und die Videothemen an, das kommt auf das Land an, in welchem du dich gerade befindest und von wo aus du diese Videos hochlädst. Also da fließen verschiedene Faktoren mit ein. Das kann man jetzt nicht pauschal sagen, so wie viele das noch meinen, dass pro 1000 Klicks bekommt man einen Euro oder pro 1000 Klicks bekommt man den Betrag X. Das ist von Kanal zu Kanal sehr, sehr verschieden. Wo kannst du denn deine Umsätze einsehen? Da gehst du einmal in dein YouTube Studio und dann auf deine Analytics und dann hier oben auf den Bereich Umsatz. Es wird dir immer der Umsatz der letzten 28 Tage angezeigt. Das könntest du aber auch nochmal aktualisieren. Du kannst hier draufklicken und den Umsatz der letzten 7 Tage anzeigen. 28 Tage, 90 Tage, letzten 365 Tage seit Erstellung des Kanals oder für einen bestimmten Monat oder für ein bestimmtes Jahr oder einen benutzerdefinierten Zeitraum eingeben. Also da kannst du jeden x-beliebigen Zeitraum einstellen, von welchem du deinen Umsatz einsehen möchtest. Ich behalte es hier erstmal bei den letzten 28 Tagen, weil so kann man ganz schön einen Vergleich ziehen, ob sich das jetzt erhöht oder ob das wieder weniger wird. Also das schwankt ja schon mal so ein bisschen. Ich war eine Zeit lang bei durchschnittlich 60 Euro, dann war ich eine Zeit lang bei durchschnittlich 80 Euro, jetzt bin ich bei 75 Euro für die letzten 28 Tage jeweils. Also das schwankt schon ziemlich. Da sind die YouTube-Einnahmen immer sehr, sehr verschieden. Also manche Videos verdienen plötzlich ganz, ganz viel Geld, obwohl andere Videos mehr Klicks haben, aber die verdienen noch lange nicht so viel Geld wie das andere Video, was nicht so viel Klicks hat, aber was vielleicht öfter durchgeschaut wird. Also das sind auch nochmal so Faktoren, die das sehr, sehr beeinflussen, wie oft in einem Video auf eine Anzeige geklickt wurde oder wie viele Anzeigen in einem Video geschaltet werden. Man kann nämlich auch einstellen, dass man zum Beispiel vorher eine Anzeige schaltet und nach dem Video eine Anzeige schaltet, aber man könnte auch zwischendrin Anzeigen schalten, wenn das Video länger ist als 8 oder 10 Minuten. Ich meine, damals waren es 10 Minuten, die das Video dauern muss, um in der Mitte Anzeigen zu schalten. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Es sind etwa 8 oder 10 Minuten. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, das müsste ich nochmal nachschauen. Ich blende dann die richtige Zeit hier ein. Nachdem ich das nochmal recherchiert habe. Und neben diesem Graphen, der für geschätzter Umsatz angezeigt wird, also das, was ich gerade erläutert habe, diese 75 Euro in den letzten 28 Tagen, ist das jetzt bei mir im Falle, was ich effektiv verdient habe. Dann gibt es aber auch nochmal hier Felder für RPM und CPM. RPM ist in diesem Fall Revenue per 1000 Impressions, also wie viel Geld du verdienst, wenn 1000 Mal ein Werbeclip ausgestrahlt wird. Also wenn 1000 Leute zum Beispiel auf dein Video klicken und jedes Mal kommt dann vorher eine Anzeige, dann hast du für diese 1000 Klicks 11,44 Euro durchschnittlich verdient. Also ich jetzt in meinem Falle, das kann bei dir was ganz anderes sein. Und wiedergabebasierter CPM ist Costs per 1000 Impressions. Also das ist das, was die Leute, die diese Werbung schalten, durchschnittlich für diesen Clip bezahlen. Und der Rest, also die Differenz dazwischen, diese 7 Euro und ein paar kaputte, gehen dann an YouTube. Also mir werden dann effektiv 11 Euro von den 18 Euro weitergeleitet und ausgezahlt pro 1000 Klicks, also pro 1000 Werbeimpressions. Wenn ich jetzt hier ein bisschen runterscrolle, dann bekomme ich ein paar mehr Informationen. Geschätzter monatlicher Umsatz für die jeweiligen Monate. Da habe ich hier Januar, Februar, März, April, Mai. Viel mehr Monate gibt es auch noch nicht. Also ich bin ja erst seit Januar 2022 in das Partnerprogramm aufgenommen worden und im ersten Monat habe ich 44,86 Euro verdient. Im Monat Februar habe ich 83,07 Euro verdient, dann 71 Euro, 77 Euro. Der letzte Monat Mai war bisher mein bester Monat mit knapp 90 Euro und im Juni, wir haben heute den 3. Juni, habe ich schon 1,60 Euro verdient. Aber das sind jetzt auch nicht so die Realzeiten. Das dauert immer so 1 bis 2 Tage, bis sich das aktualisiert. Also das ist jetzt gerade der geschätzte Wert, diese 1,60 Euro. Ich kann ja noch sehen, welche Videos die höchsten Einnahmen erspielt haben. Das ist hier zum Beispiel mein YouTube-Kanal erstellen Video. Das sind jetzt aber auch nur für die letzten 28 Tage. Da habe ich mit einem Video allein 11 Euro verdient, was ja schon mal nicht schlecht ist. Ich kann hier jetzt auch direkt einmal draufklicken auf dieses Video und mir dann die Analytics anschauen und ich sehe hier, der gesamte
gesamte geschätzte Umsatz in der ganzen Zeit jetzt von Januar bis jetzt ist 63 Euro für dieses Video. Kann dann auch nochmal drauf gehen. Da sieht man hier, ich hatte das erst hochgeladen und war noch nicht im Partnerprogramm aufgenommen und dann habe ich angefangen, hier mit Geld zu verdienen und dann sieht man, wie diese Kurve dann auch hochgeht und so langsam aber sicher dann weiter nach oben steigt. Und das Coole daran ist ja, dass man einmal ein Video gedreht hat und man dann langfristig damit Geld verdienen kann. Also je mehr Videos man hat und je mehr Videos von einem geguckt werden, desto mehr verdient man langfristig auch damit. Wenn ich jetzt hier noch weiter runter scrolle, dann sehe ich auch, welche Anzeigentypen am meisten geklickt werden. Bei mir sind das die überspringbaren Videoanzeigen. Ich könnte das aber auch ausstellen, dass die Videos überspringbar sind und die Leute sozusagen dazu zwingen, diese Anzeige vor meinem Video zu gucken, wenn sie mein Video denn schauen wollen. Und dann generiert man vermutlich ein bisschen mehr Geld, als wenn die Anzeige überspringt wird natürlich, weil die Firmen, die diese Anzeige schalten, oder manchmal sind es auch Einzelpersonen, die über YouTube Anzeigen schalten. Das wollte ich übrigens in Zukunft auch mal ausprobieren, wie es ist, eine Anzeige zu schalten, ob das denn mehr Reichweite auf den YouTube-Kanal bringt oder ob die Leute das einfach alles nur wegklicken. Kannst du mir ja gerne mal schreiben, ob du über so eine Anzeige schon mal einen Kanal gefunden hast, der dich interessiert hat, oder ob du darüber schon mal was gekauft hast. Das würde mich sehr interessieren, weil ich wüsste jetzt kein Beispiel auf Anhieb, wo ich mal auf so eine Anzeige geklickt habe, die vor einem Video geschaltet wurde, welches ich geguckt habe, dass ich darüber mal irgendwas gekauft habe oder jemanden gefunden habe, den ich jetzt immer noch verfolge oder sowas. Weil oft will man ja dieses Video einfach nur gucken und diese Anzeige nicht sehen, deswegen klicke ich die persönlich immer weg. Aber vielleicht bist du ja da anders, das würde mich mal sehr interessieren. Was ich hier noch sehen kann, sind die Umsatzquellen. Geschätzter Werbeumsatz sind die Einnahmen durch die Werbeanzeigen, die vor meinen Videos geschaltet werden oder in oder nach meinen Videos geschaltet werden. Dann hier noch der Transaktionsumsatz, das bedeutet die Super Thanks zum Beispiel unter anderem. Das wird hier unten auch nochmal aufgeschlüsselt. Da gibt es bestimmt auch noch andere Quellen wie Kanalmitgliedschaften oder sowas, aber bisher habe ich nur die Super Thanks Funktion aktiviert, deswegen wird nur das da aufgeführt, also das ist dann auch nochmal da enthalten. Und YouTube Premium Umsatz, also falls jemand YouTube Premium hat und eigentlich würden Werbeanzeigen geschaltet werden, dann bekomme ich trotzdem noch Geld, weil wenn jeder jetzt auf YouTube Premium hätte, dann würde ja keine Werbung mehr geschaltet werden und dann hätten die YouTuber ja gar nichts mehr davon. Also da springen auch tatsächlich noch in den letzten 28 Tagen 95 Cent für mich bei rum. Ja, und viel mehr sehe ich jetzt hier auch gar nicht. Also du siehst, in den letzten 28 Tagen habe ich 75 Euro erwirtschaftet. Ich kann jetzt auch nochmal gucken, seit Erstellung oder seit diesem Jahr könnte ich eigentlich auch nochmal gucken. Also man sieht hier, ich habe ganz viele Videos hochgeladen bis Montag, der 10. Januar, war der erste Tag, wo ich ein bisschen Geld mit meinem YouTube-Kanal verdient habe. Und das waren meine ersten 1,04 Euro. Also an einem Tag habe ich 1,04 Euro verdient. Und da sieht man jetzt hier auch, ich kann ja jetzt hier mal seit diesem Jahr, da kann man das ein bisschen besser noch erkennen. Zack. Da sieht man auch, dass das sehr schwankt und man sieht auch, dass der Umsatz immer so in die Höhe schnellt, wenn man ein neues Video hochlädt, weil dann natürlich die ganzen Abonnenten das Video schauen und dann auf das neue Video an einem Tag besonders viele Klicks kommen und das dann auch wieder abflacht, weil die Abonnenten dann das Video gesehen haben und dann dümpelt so der normale Klickverkehr ein und dann gleicht sich das wieder so ein bisschen aus und dann lädt man ein neues Video hoch und dann kommt da wieder so eine Spitze und hier bei dieser Spitze hier, die ist hier besonders hoch, da habe ich an einem Tag über 10 Euro verdient. Das war nämlich der Tag, wo ich ein Video zum Thema Super Thanks hochgeladen habe und mir drei sehr großzügige und nette Zuschauer auch ein Super Thanks geschickt haben. Also danke an dieser Stelle dafür. Da habe ich dann tatsächlich an einem Tag 10,12 Euro mit YouTube verdient. Und ansonsten sieht man hier, wenn ich das jetzt so langsam mal durchscrolle, das sind pro Tag bisher so 3,20 Euro, 2,50 Euro, 1,90 Euro, so im Bereich zwischen 3 und 2 Euro pro Tag. Wenn ich ein neues Video hochlade, dann sind das manchmal 4, manchmal 6 Euro, manchmal 10 Euro. Aber das war jetzt wirklich nur einmalig. Also mal gucken, wohin sich das entwickelt. Aber manchmal geht es halt auch wieder runter und es ist echt nicht gut planbar, wie viel man damit so verdient. Zumindest noch nicht. Ich werfe jetzt einfach mal so in den Raum, dass man mit einem kleinen Kanal mit ca. 2000 Abonnenten nicht zwingend mehr als 100 Euro im Monat dazu verdienen kann. Also da muss man schon ein bisschen mehr Reichweite generiert haben, damit sich das auch wirklich lohnt und damit man da irgendwann von leben kann. Natürlich ist das jetzt auch nicht die einzige Einnahmequelle, die man auf YouTube so haben kann und sollte. Da gibt es noch diverse weitere Einnahmequellen. Wenn dich genaueres dazu interessiert, dann schau gerne mal bei diesem Video vorbei. Da habe ich dir verschiedene Einnahmequellen vorgestellt, die man als YouTuber so haben kann. Oder schau gerne bei meinem letzten Video vorbei, falls du das noch nicht gesehen hast. Oder freu dich auf mein nächstes Video am nächsten Montag um 14 Uhr. Bis dahin, mach's gut. Ciao.